Mr. Milhouse durfte mit Ihrer Haltung durchaus nicht einverstanden sein. Mr. Milhouse weiß alles darüber. Alles nicht. Was soll das? Dass es etwas in Zusammenhang mit den heiligen Bildern gibt, was er nicht weiß, was ihn sehr böse machen würde. Etwas, das das Ende von Napoleon und seinen großen polychromen Träumen bedeuten könnte. Da hängen andere drin. Leute, vor denen Sie Angst haben? Leute, die ich schützen will. Theresa? Theresa kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem ist sie eine Frau. Sie sind schwul. Und stolz darauf. Also wer ist der Mann oder sind die Männer, die Sie schützen möchten? Auf dem Rückweg begegnete ich in einem Schaufenster meinem Ebenbild und fand in meinem Gesicht den törichten Ausdruck eines Mannes, der auf einen ausgemachten Schwindel hereingefallen war, den eines gestrandeten Fisches. Und ich wünschte mich zurück auf vertrauten Boden, Nostalgie aller Bücherladen. Aber in Ermangelung dessen kehrte ich ins Hotel zurück, wo ich Theresa in der Halle hinter einer Kanne Kaffee fand. Sind Sie böse oder sehen Sie nur so aus? Böser.